Bitte recht freundlich. Gleich sind wir soweit. Eins, zwei. Schnell, mein Eichhörnchen! Ach, es ist weggerannt, bevor ich ein anständiges Foto schießen konnte. Entschuldigung, wir wollten dir nur helfen. Dann wollen wir doch mal sehen. Zackig zerfranzeltes Zahnrad. Ich wollte doch eigentlich ein schönes Tierfoto machen. Aber die hier sind ja alle überhaupt nichts geworden. So, das war's für heute. Toll gemacht. Und denkt bitte dran, morgen auf unserer Fotoausstellung stellt jeder von euch sein Lieblingstierfoto aus. Ich habe ein fantastisches Foto von einem Alpaka gemacht. Mein Lieblingsfoto ist das vom Seidenäffchen. Bis dann. Bis morgen. Ja, bis morgen. Was ist denn los, Bob? Naja, das Problem ist, dass mir keins meiner Fotos so richtig gefällt. Kein Grund zu verzweifeln, Bob. Bis morgen ist doch noch genug Zeit, um das perfekte Lieblingstierfoto zu schießen. Natürlich, das stimmt. Ich werde einfach noch ein bisschen üben und... Oh, oh, da ist ja das Eichhörnchen von vorhin. Das wird schon, Bob. Das Foto hier von Rolli ist einfach zu lustig. Ich muss es wohl aus Versehen gemacht haben. Fotos mit euch kleinen Welpen drauf sind für mich sowieso immer die allerschönsten. So guckt er immer, wenn er eine gute Idee hat. Ich habe eine gute Idee. Du sagst es. Ich sollte einfach meine allerliebsten Tierchen knipsen. Euch. Bitte lächeln. Jawohl. Gib dein Bestes, Rolli. Na los. Wow. Es hat sich doch gelohnt, dran zu bleiben, Bob. Sehr gute Arbeit. Danke. Es ist tatsächlich mein liebstes Foto aller Zeiten. Und es wäre niemals so schön geworden ohne meine Wunderwonne-Welpen. Mission erfüllt, Bruderherz. Weißt du, was Bob als nächstes fotografieren sollte? Was? Uns, wie wir das hier machen. Hoch die Pfote! In Ordnung, also dann, lasst uns jetzt auf Tauchkurs gehen. Bevor es gleich ins Wasser geht, habe ich noch eine schöne kleine Überraschung für euch beide. Aber zuerst lasst mich meine Flossen anziehen. Ich freue mich schon auf all die Fische am Great Barrier Reef. Ich mich auch. Auf die Korallen, die Wale, die Oktopusse. Und die Dugongs. Eines der majestätischsten Säugetiere. Ein Dugong wollte ich schon immer mal sehen. Ein was genau? Ein Dugong. Oh! Das ist doch Bobs Schwimmflosse. Ohne die kann er doch gar nicht tauchen. Ach, kein Ding. Wir springen einfach hinterher, fischen die Flosse raus und sind gleich zurück. Die schnellste Mission der Welt. Das klingt echt einfach. Bob, Flosse! Flosse, Flosse, Flosse! Wo bist du denn nur, Flosse? Hier, Herr Flosse. Hier ist sie, Bob. Ihr hattet also meine Flosse. Na, danke, dass ihr so schön darauf aufgepasst habt. Da fällt mir ein, ich habe ja hier noch eine kleine Überraschung für euch. Brandneue Schwimmflossen. Jetzt könnt ihr noch schneller schwimmen, ohne müde zu werden. Woher konnte er das denn nur wissen? Bob weiß einfach alles. Danke, Bob. Wir lieben Sie. Hey, Bob, jetzt komm schon ins Wasser. Oh, es ist ganz herrlich hier drin, Frank. Na dann, ihr zwei Racker. Los geht's. Ein Glück hat Bob seine Flosse zurück. Mit Bob zu tauchen ist nämlich etwas ganz Besonderes. Ja, hoffentlich sieht er noch ein Dugong. Das wollte er doch so gern. Dann wäre das heute eine runde Sache. Seht mal, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Die Kuckucksuhr, die mir mein Onkel Hans aus Deutschland gemacht hat, als ich klein war. Aha, eine Kuckucksuhr. Was ist eine Kuckucksuhr, Bingo? Also, Rolli, das ist, ich habe keinen blassen Schimmer. So, jetzt zeige ich euch mal was. Erstmal ziehe ich sie auf und dann hopst der Kuckuck aus dem Türchen und ruft Kuckuck in die Welt. Kuckuck! Das macht Spaß, sag ich euch. Kuckuck, Kuckuck! Kuckuck, Kuckuck! Der Kuckuck von meinem Onkel hat einen blauen Streifen auf dem Rücken. Gleich werdet ihr ihn sehen. Ha, ist das aufregend. Oh, wo ist der Kuckuck denn hin? Oh nein, der Kuckuck ist nicht mehr da. Bestimmt ist er irgendwo auf dem Dachboden. Ich sehe mal nach. Ist er hier drin? Nein. Vielleicht ist er hier drin. Ach, nein. Ich kann diesen Kuckuck nirgendwo finden.
Wenn er nicht hier ist, ist er vielleicht weggeflogen. Dann muss ein anderer Kuckuck in Bobs Kuckucksuhr einziehen. Und den können wir doch finden, Bingo. Ja, das wird unsere Mission. Wir finden einen neuen Kuckuck für Bob. Genau, einen mit einem blauen Streifen. Suche starten. Hieb A. Kuckucke leben unter anderem in Deutschland. Da kommt auch Bobs Uhr her. Na dann, lasst uns nach Deutschland reisen. Wo seid ihr denn gewesen? In der Kuckucksuhr-Werkstatt von Bobs Onkel. Oh, willkommen zurück. Hier ist also Bobs Uhr. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ach, weiß, was zu tun ist. Ich habe den ganzen Tag gesucht und kann meinen schönen blauen Holzkuckuck nirgendwo finden. Tja, dann packe ich die wohl mal wieder weg. Was klappert denn da so? Holzvogel? Blauer Streifen? Ha! Zackiges Zahnrad! Und nach dir habe ich den ganzen Tag gesucht. Er muss lose gewesen und in die Uhr gefallen sein. Oh. Schaut euch das an. Oh, das ist genauso wie früher. Ich freue mich so, dass meine Kuckucksuhr wieder funktioniert. Kuckuck, Kuckuck. Tja, Rolli, ich würde mal sagen, unsere Mission ist erfüllt. Hoch den Kuckuck, hoch die Pfote, Bingo. Ich hab nen Freund namens Bob. Ich glaub, ihr kennt ihn alle als Kollegen. Er ist das beste Herrchen auf der ganzen Welt und ich lieb ihn. Und jetzt passt mal auf, Leute. Ja, ich hab nen Freund namens Bob. Er kümmert sich um mich, seit ich auf der Welt bin. Und ich würd echt alles tun, damit er keinen Stress hat. Ich lieb ihn. Ich sag euch auch warum. Wir gehen Gassi. Namens Bob. Ich glaub, ihr kennt ihn alle als Kollegen. Er ist das beste Herrchen auf der ganzen Welt und wir lieben ihn. Schaut Welpenfreunde im Disney Channel.